grüße Sie alle recht herzlich und freue mich, dass Sie den Weg nach hier gefunden haben. Ja, Herr Spahn, Ihr Auftritt, Ihr Einsatz, Ihre Inhalte. Bitte schön. Weg von denen, dann geht es, glaube ich, auch. Also, lieber Herr Kornet, Herr Müller, liebe Kollegen. Erstmal hat der Kollege Nowak gesagt, wenn du in Leverkusen bist, musst du auch hier in der AFA beischauen. Und im Klinikum waren wir auch gerade schon, dann kombinieren wir das Ganze miteinander, haben also einen kleinen halben Leverkusen-Tag gemacht. Ich war aber ehrlicherweise ein Stück zu spät wegen der Verkehrssituation. Aber wir kennen sie ja alle, natürlich manchmal wenig. Ich bin aber sehr gerne hier. Ich bin ja immer froh, wenn wir Westfalen auch mal ins Rheinland reisen würden. Insofern gerne bei Ihnen hier dabei. Ich würde einfach gerne, wenn Sie mögen, können wir auch noch anschließend ein bisschen diskutieren, je nachdem, wie Sie Lust haben. Zur Frage gesund im Beruf, Prävention, gerade auch im betrieblichen Alltag für Arbeitnehmer was sagen, aber auch ein bisschen grundsätzlicher die Dinge herleiten. Weil wir erleben gerade, eine Zeit, wie ich sie vor vier, fünf Jahren wenigstens mit Sicherheit nicht für möglich gehalten hätte. Dass wir im Jahr 2015 die Lokomotive Europas immer noch sind, die wirtschaftliche, nachdem wir 2019, man fühlt sich ja schon so, als wäre das ewig her, so lange ist das noch gar nicht her, wir waren mitten in der Finanz- und Eurokrise, 2008, bei uns, ich habe noch Spitzkartenbull, wer die kennt, vor Augen, wie die LKW-Trailer bauen, Umsatzeinbruch in drei Wochen 90%. Damals gehabt und viele andere Unternehmen ja auch. Also die Krise noch gar nicht so lange her und jetzt sind wir die Lokomotive Europas. Haben 43 Millionen Erwerbstätige, so viele gab es zuvor noch nie in der Bundesrepublik, haben, finde das feiern wir auch ein bisschen zu wenig. Ich wäre schön, dass der Reich das wochenlange Karnevalsumzüge in Berlin zu feiern gegeben im Zweifel. Wir haben zum ersten Mal nach 45 Jahren in 2014, und zwar nicht nur in der Planung, sondern im Haushaltsvollzug, keine neuen Schulden gemacht und gleichzeitig trotzdem Geld, gerade jetzt auch in 2015 und 2016 für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur, insbesondere aber auch für die notleidenden Kommunen. Davon kommt uns Sicherheit ein bisschen auch was auch hier bei Ihnen vor Ort denn dann an. Eine Situation, wo wir in der Rente, in der Kranken-, in der Pflegeversicherung über Überschüsse reden. Ich kann mich auch noch erinnern, wie es in der Rente und so in der Krankenversicherung hier vor gut 10 Jahren ganz andere Diskussionen gehabt haben. Also insgesamt haben wir eine Zeit, wo es alles in allem gut läuft. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr wieder darüber freuen, wie gut es läuft. In dieser Zeit sind übrigens auch, anders als das manchmal so der Eindruck entsteht, vor allem sozialversicherungspflichtige, unbefristete Vollzeitjobs entstanden. Man hat ja manchmal gemerkt, wenn man in Zeitungen liest, das wäre alles ganz anders. Nein, es sind insbesondere in dem Bereich neue Jobs entstanden. Da, wo befristet wird übrigens, es ist meistens öffentlich-rechtlich oder sozialer Bereich. Da sind die meisten Befristungen, 80% der Befristungen sind nicht in der Wirtschaft, sondern öffentlich-rechtlich, an den Universitäten beispielsweise oder im sozialen, karitativen Bereich. Auch da finde ich, wir müssen ab und zu mal bei allen Hinweisen auf Probleme mal ein bisschen auch differenziert diskutieren, wo ist eigentlich was, warum, wie. So, und jetzt ist die spannende Frage und dazu gehört eben auch das Thema gesund im Beruf. Nutzen wir die Zeit, wo es uns gut geht, wo es gut läuft, auch um uns vorzubereiten, damit es auch in 5, in 10 Jahren noch gut geht? Oder wird man so ein bisschen träge? Das heißt bei Unternehmen immer, gefährlich ist es dann, wenn es einem zu gut geht. Wenn man dann nicht die Dinge tut, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, weil andere auf einmal schneller werden. Und ein klassisches Thema in Deutschland, das kennen Sie mittlerweile, weil viel diskutiert, aber es bleibt aktuell, ist die Frage Fachkräfte und der demografische Wandel, der viel zitiert. Ich habe ja manchmal so eine Meinung, weil wir seit 10, 15 Jahren darüber reden, Demografie, dass alle so glauben, jetzt reden wir schon so lange drüber, dann muss doch bald vorbei sein. Nein, das kommt ja so richtig. Der Jahrgang 1964, weil jemand hier Jahrgang 64 ist, muss ich aber auch nicht laufen. Jahrgang 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland jemals. 1964 wurden 1,4 Millionen Kinder geboren. Die sind alle letztes Jahr 50 geworden. Sie werden also nie wieder so häufig zu 50. Geburtstag eingeladen.
Im Jahr 2014, letztes Jahr, wurden 650.000 Kinder. Das heißt, wir wissen heute schon, so in 16, 17 Jahren gehen 1,4 Millionen Menschen in Rente und aus den Schulen, aus den 10. Klassen, kommen nur 650.000 nach. Und in den Jahrgängen vorher und nachher ist das Verhältnis etwa genauso. Also die Frage, wir werden weniger und älter im Schnitt, die kommt erst so richtig noch auf uns zu. So, und ich werbe immer sehr dafür, dass wir das nicht nur negativ diskutieren. Erstmal ist der Umstand, dass wir älter werden, ja schöner. Die Lebenserwartung in Deutschland steigt jeden Tag im Schnitt um 6 Stunden. Das heißt, wenn Sie abends ins Bett gehen, können Sie hinten an Ihrem Leben 6 Stunden bleiben. Im Schnitt zumindest. Und das macht ja erstmal deutlich, welche tolle Entwicklung wir da in den letzten Jahren gehabt haben. Aber das heißt natürlich übrigens auch ganz viele Chancen zusätzlich. Ich sage immer, 70 ist das neue 50. Weil über 70% der 70-Jährigen sagen, ich fühle mich eigentlich wie 50. Also man wird älter, man wird aber nicht alle. Sie fühlt sich nicht wie 50, aber zumindest der Großteil sagt zumindest, er fühlt sich fitter, als man sich wahrscheinlich im heutigen Alter früher gefühlt hätte. Ich glaube, wenn man so schaut, bis in zum Beispiel den Max Schautz, da habe ich vor kurzem eine Veranstaltung gehabt, den kennt ihr noch von Verstehen Sie Spaß, der ist jetzt auch jenseits der 75, der sagte, nee, Herr Spahn, ich bin kein Senior, das will ich heute Abend noch nicht hören. Ich bin jung. So fühle ich mich. Aber das ist ja erstmal auch, das ist sehr schön, so ein bisschen die CDU, CDA für uns alle, auch eine spannende gesellschaftliche Debatte. Was ist eigentlich mit diesem zusätzlichen Lebensabschnitt, den wir im Grunde gewonnen haben? Wenn man dann mit 65, 63, 67 in Rente geht. Und da kommt noch 20, 30 Jahre. Das ist schon die spannende Frage, was kommt denn da noch? Also nur Basenmähen ist für die meisten auch keine Option. Und da haben wir zum Beispiel das Thema Wechselrente ja eingebracht in die Debatte. Nicht als Debatte mit hoher Emotion, die wir zwingen, Rente mit 70 oder 72, die Rente mit 67 ist ja immer noch bis heute emotional diskutiert. Obwohl, wenn ich ehrlich sein darf, ich immer den Eindruck habe, die regen sich ja meistens nur auf, die gar nicht betroffen sind. Mit 67 in Rente, der erst richtig in den 20er Jahren losgeht. Aber nicht mit Zwang, sondern freiwillig. Zu sagen, wer sich fit fühlt, wer will, und wo auch ein Arbeitgeber sagt, den kann ich noch gut gebrauchen oder diejenigen, dass das auch möglich ist, auch im selben Betrieb weiterzuarbeiten. Das ging bis letztes Jahr gar nicht, das haben wir jetzt möglich gemacht, dass ich dann weiter arbeiten kann. Jetzt wollen wir daran arbeiten, dass es auch nicht benachteiligt ist, im Alter weiterzuarbeiten, muss auch gar nicht Vollzeit sein. Vielleicht nur noch 3 oder 2 Tage die Woche, vielleicht nur ein paar Stunden. Mein Papa war 6 Monate in Rente, da hatte er Langeweile. Geht jetzt wieder arbeiten. Nicht Vollzeit, aber immer mal wieder, das Springer sozusagen, zur Unterstützung und anderes mehr. Übrigens ist es auch ganz spannend, wenn ich das einfach ausführen darf, geht ja nicht nur um Arbeiten. Wir brauchen die ältere Generation auch bei der Frage, und die möchte sich auch gerne einbringen beim Thema Ehrenamt. Oder beim Thema soziales Engagement. Als wir den Zivildienst ausgesetzt haben, zusammen mit dem Wehrdienst, vor mittlerweile auch schon 3, 4 Jahre vergeben, hatte ich ganz viele, die gesagt haben, oh Gott, die werden niemals so viele freiwillige Zivildienst machen, wie Zivildienst gemacht haben. Gegenteil ist der Fall. Der Bundesfreiwilligendienst ist einer der größten Erfolge der letzten Koalition. Ich finde, wir verkaufen denen viel zu wenig. Dass so viele 10.000 Menschen jedes Jahr sagen, ich will freiwillig 12 Monate mich sozial engagieren und einbringen an verschiedenen Stellen, ist doch erstmal ein tolles Zeichen. Das Schöne ist, wir haben dafür gesorgt, dass es ohne Altersgrenze ist. Ich habe vor kurzem eine 64-Jährige getroffen, Krankenschwester gewesen, die gesagt hat, ich gehe jetzt im Rahmen des Freiwilligendienstes für ein Jahr nach Südamerika und helfe da im Krankenhaus. Also das, was man früher gemacht hat, nee, Backpack mit 18 durch Südamerika, machen jetzt manch einige dann halt 64, 65 zum Sozialdienst. Auch hier in den Schulen vorlesen und anderes mehr. Ich will damit nur sagen, dass wir erstmal älter werden. Das ist erstmal was Schönes, gibt uns viel Zeit auch nochmal für einen neuen Lebensabschnitt. Stellt uns aber, jetzt komme ich zurück zum eigentlichen Thema, für die Frage, was ist in den Betrieben, was ist in den Unternehmen, was ist mit Fachkräften los vor ein paar Jahren. Denn die Unternehmen merken ja auch, muss mich um diese älteren Arbeitnehmer auch viel stärker kümmern, als das vielleicht früher der Fall war. Ich kann mich noch erinnern, 2003,
3-4 wird es gewesen sein, saß ich mal in einem Vorstand einer großen deutschen Bank, der hat mir sinngemäß gesagt, warum soll ich eigentlich einen 56-Jährigen noch zur Fortbildung schicken, der mit der E-Bank? Weil er so noch das Denken, er ist aus den 90er Jahren heraus, Frühverrentungsprogramme, man ist durch das tatsächliche Renteneintrittsalter war unter 60. Und da sind ganz, ganz viele Ressourcen, ganz, ganz viel Engagement, ganz, ganz viel Erfahrung am Ende eigentlich unnötig verloren. Und heute hat sich das in den Unternehmen schon sehr stark verändert. Dass man eben weiß, wir können die eigentlich gut gebrauchen. Es gibt der schöne Satz noch, die jungen Besen mögen schneller kehren, aber die Älteren wissen, wie man die Ecken richtig sauber kriegt und wie man, wo die schwierigen Stellen sind. Also das Erfahrungswissen auch wert zu schätzen, dass da mit drin ist. Und dazu gehört eben auch, da sind wir beim Stichwort gesund im Beruf, natürlich Gesundheitsmanagement. Wo wir versuchen gerade, wir haben gerade parallel in Berlin das Thema Präventionsgesetz mittlerweile zum vierten Mal, wir haben es nie durch Bundestag und Bundesrat gleichzeitig gebracht bis jetzt. Jetzt ist die Chance mal da, dass das mal hinkriegen. Das Thema Präventionsgesetz auf der Tagesordnung. Was wollen wir damit erreichen? Dass wir nicht nur den Ansatz haben, den der Unfallschutz, die Berufsgenossenschaften haben. Also zu gucken, der Arbeitsschutz. Also zu gucken, ist der Arbeitsplatz rückengerecht, der Bildschirmplatz für an der Maschine. Das ist sozusagen nur auf den Arbeitsplatz ausgerichtet. Sondern dass wir Menschen in ihrem Lebensumfeld, und viele sind eben im Betrieb, vorher versuchen wir es auch schon in den Kindergärten und Schulen, auch mit Projekten, Programmen der Krankenkasse in Zusammenarbeit mit den Unternehmen und den Kammern, eben im Betrieb erreichen, auch was Gesundheitsbewusstsein angeht, über den Arbeitsschutz hinausgeht. Beispielsweise die Möglichkeit zur Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchung. Und bei der Frage, hat jemand Bluthochdruck oder hat jemand Diabetes oder, wie Sie es auch in Ihrer Einladung beschreiben, möglicherweise eine psychische Erkrankung, hat er jetzt einen Arbeitsschutz. Das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz, der da zum Teil in die Betriebe kommt. Jetzt haben wir die Situation, dass die Großkonzerne da zum Teil schon alle haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayer auf dem Werksgelände eine Arztpraxis hat. Ich war schon bei vielen größeren Unternehmen, die haben auf ihrem Werksgelände den Betriebsarzt von Kreschon, noch besser. Aber die Großen haben das, wo sie während der Arbeitszeit die Chance haben, tatsächlich auch mal einen Arzt aufzusuchen und eben auch beispielsweise eine Impfung machen zu lassen. Wir werden das jetzt regeln, dass wer sich impfen lässt vom Betriebsarzt, das wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Es gibt Untersuchungen, Grippeimpfungen. Da, wo die Unternehmen das anbieten, per E-Mail an alle, dass da, es gibt mittlerweile über 3-4 Jahre eine Untersuchung, wo da die Impfquote höher ist, die Fehlzeiten deutlich zurückgehen in der Grippewellezeit. Da hat der Einzelne was von, beim Körper haben ist ein schönes und das Unternehmen auch. Dass dafür die Arbeitszeit und bisher auch zum Teil die Impfkosten zur Verfügung stellt, weil es man eben sozusagen präventiv, jetzt ganz konkret beim Impfen, entsprechend unterstützt wird. So, dieses betriebliche Gesundheitsmanagement in einen etwas umfassenderen Blick, tatsächlich auch in die kleineren und mittleren Betriebe zu kriegen, das ist das, was unendlich viel schwieriger ist. Und was wir jetzt versuchen, indem wir sagen, die Krankenkassen sollen regional auch mit den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskammern kooperieren und Modelle entwickeln, wie man das zusammen, jedes Unternehmen, die es an einer bestimmten Größe hat ja auch einen Betriebsarzt, wie man zum Teil an den jemanden, der natürlich nicht Vollzeit da ist, sondern von außen kommend, in einer vertraglichen Regelung das macht, aber wie man da miteinander Angebote und Systeme entwickelt, da tatsächlich was zu tun und einen umfassenden Blick zu haben. Dazu gehören auch, dazu möchte ich ein bisschen mehr nochmal was sagen, das Thema psychische Erkrankung, weil mich das wirklich auch beschäftigt. Ich bin ja jetzt mal unter uns hier auch ganz offen zu gehen. Meine eigene Einstellung zum Thema psychische Erkrankung hat sich, wie das so oft im Leben ist, richtig verändert, als mein eigener Vater psychisch krank wurde. Weil bis dahin habe ich auch oft, hat man immer so, soll sich nicht so anstellen und so. Sie sehen alle diese blöden Sprüche, die es da gibt. Und dieses Tabu, das diese Erkrankung hat. Ist ja oft auch mit Tabu versehen. Beim gebrochenen Bein hat jeder Verständnis dafür, dass was getan werden muss. Bei der gebrochenen Seele nicht immer gleich. Da zu sehen, dass der Mensch wirklich krank ist, wo sich was verändert und dass derjenige was dafür kann, der braucht Hilfe und medizinische Behandlung und Unterstützung. Und das aus dieser Tabu-Ecke rauszukriegen, das Thema. Das ist ja das, was wir viel, viel mehr als bisher
erreichen müssen, weil dann auch die Menschen früher bereit sind, damit beispielsweise zum Arzt zu gehen. Eine Depression, eine Schizophrenie, eine Erkrankung, die sie früh erkennen, können sie natürlich viel, viel besser behandeln, bei allen fast Erkrankungen so, aber gerade auch bei psychischen Erkrankungen, als wenn das erst später völlig unbehandelt sich immer weiterentwickelt. Und deswegen wollen wir natürlich auch, dass man nicht nur schaut, mit Hochdruck impfen und andere Themen, sondern dass es überhaupt ein Klima im Unternehmen gibt, wo man nicht seine Krankheitsgeschichte erzählt, sondern wo ermuntert wird und aufgeklärt wird darüber, dass es Sinn macht, sich dann auch rechtzeitig und frühzeitig ärztliche Hilfe zu suchen. Übrigens unter Beibehaltung, wenn ich den Einschub mal machen darf, angesichts aktueller Ereignisse, der Schweigepflicht der Ärztlichen. Also die Debatte, die sich da ergeben hat in den letzten Wochen, da war ich echt ein Stück weit verblüfft, wie schnell da auf einmal einige ärztliche Schweigepflicht in Frage stellen. Übrigens finde ich spannend genug, dass heute die Ärztekammer gesagt hat, das, was in Düsseldorf passiert ist, dass man die Arztpraxen durchsucht hat und die Patienten eingesammelt hat, ist Rat an der Grenze zu illegal. Das muss durchaus mal jetzt mal nachgearbeitet werden. So stark das öffentliche Interesse war, das aufzuklären, steht andersrum die Frage, das besondere Vertrauensverhältnis von Patienten und Arzt, und wem kann ich mich eigentlich noch anvertrauen, völlig offen. Warum? Wer geht denn mit seiner Erkrankung noch zum Arzt, wenn er damit rechnen muss, dass das dann irgendwie in einer bestimmten Situation dann doch weitergegeben wird? Ich halte das für eine ganz, ganz schiefe Debatte, die da zum Teil geführt wird. Und finde es wichtig, dass wir da am Ende, auch wenn es jetzt im Moment manchmal nicht so populär ist, aber am Ende schon klar sagen, wo da die Grenzen sind. So, und da gehören so Themen, die Sie angesprochen haben, die muss man dann auch unterscheiden von Modeerscheinungen. Burnout, natürlich mit auf die Tagesordnung. Die Frage, wie verändert sich eigentlich Arbeitsleben und Arbeitsleben? Ich habe übrigens die Tage auf einem Kongress gelernt, es gibt nicht nur Burnout, es gibt auch Boreout. Unterforderung. Das ist jetzt nicht völlig überraschend, dass es das gibt, aber es führt genauso sehr immer wieder zu auch psychischen Erkrankungen und entsprechenden Situationen wie eine Überforderung. Auch das zu erkennen im Unternehmen. Gehört ja mit auf die Tagesordnung. Und dann ist natürlich ein Thema, und das möchte ich abschließend nochmal kurz ansprechen, eines, was uns, finde ich, bei der ganzen Debatte zur Digitalisierung auch noch stärker beschäftigen muss als bisher, was hat das Ding hier und das ganze Thema Digitalisierung auch an Folgen fürs Arbeitsleben. Es ist richtig und wichtig, dass wir über Industrie 4.0 reden, dass wir im Gesundheitswesen viel über E-Health und Digitalisierung im Gesundheitswesen reden. Aber die Frage ist natürlich auch, Arbeit 4.0, was bedeutet das fürs Arbeitsleben und die Situation der Beschäftigten? So, und wenn Sie jetzt mal überlegen, wie dieses Teil in den letzten 10 Jahren Ihr Leben verändert, wir merken, wir machen uns das ja gar nicht mehr richtig bewusst, weil es jeden Tag so ein bisschen passiert. Wenn ich den Schulklassen erzähle, dass ich vor 15 Jahren noch Abitur und Google gemacht habe, dann gucken die mich immer an, guck mal. Und das ist jetzt gefühlt nicht so lange her. Also da ist ja rasant was passiert. Und ich behaupte, viele von Ihnen kommunizieren auch mit den Enkeln, mit den Kindern, wie selbstverständlich auch darüber. Es schafft ja auch eine Information und eine Nähe und ein Dabeisein, wie es das früher, als man noch das Festnetztelefon hatte, gar nicht möglich war. Das hat ja auch viele Vorteile. Und alles, was mit Industrie 4.0 zusammenhängt und der Frage, gelingt es uns, dass wir als große Industrie- und Autobauernation bei all dem, was wir tun, nicht auch da noch den Anschluss verlieren bei Facebook, Google, Amazon? Das sind ja die großen Debatten, die wir führen. Aber dazu gehört eben auch die Debatte, was bedeutet das fürs Arbeitsleben? Die werden ja zum Teil auch schon geführt. Und da gibt es wie immer im Leben Pro und Contra. Denn für manche einen, der flexible Arbeitszeiten braucht, weil beispielsweise die Familie mit dazukommt, die Kinder, um die man sich kümmern will, eine gute Freundin, ich kenne gerade bei der Bank, die ist jetzt noch bei der Bank, die sagte, für mich ist das schon eine Hilfe. Ich fahre dann irgendwann um 5 Uhr nach Hause, kümmere mich erstmal um die Kinder und setze mich dann um 9:30 Uhr noch eine Stunde hin. Die gar nicht das als Belastung erlebte, sondern sagte, es macht mir erstmal den Tag leichter, dass ich von zu Hause nochmal ein paar E-Mails beantworten kann und ein paar Dinge regeln kann. Also einerseits ist es ja die Chance, so fließende Übergänge zu haben, für sich auch flexible Arbeitszeit zu verteilen und auch auf die Familienbedürfnisse abzupassen. Andersrum, das kennen Sie auch, wenn du morgens wach wirst, also abends ist zum Schlafen, der letzte Blick ist der aufs Handy und morgens beim Aufwachen, der erste Blick ist der aufs Handy, dann ist irgendwann die Frage, wer ist eigentlich der Herr in der Veranstaltung, das Handy oder man selber?
Und die Frage, die ganze Zeit in jeder Lebenslage immer nur am E-Mail zu checken. Geht ja übrigens bis zum Samstagabend, denn wenn Sie mal im Restaurant drauf achten, am Nachbartisch, die Familie, viel reden ist er nicht mehr, alle sitzen nur noch so, zum Teil jedenfalls. Und man erwischt sich selber ja manchmal auch da. Weil die Frage, was bedeutet diese Dauerverfügbarkeit? Es kommt immer E-Mails. Und ist ja, man wundert sich ja, für wie viele Leute es eine Kunst ist, dann auch mal zu sagen, dass E-Mail niemals sei, ich beantworte die übermorgen, wenn wieder runter ist. Sondern wenn die dann da ist, fühlt man sich irgendwie nicht in der Situation, das beantworten zu müssen. Also was bedeutet diese ständige Verfügbarkeit fürs Arbeitsleben? Wo sind die Chancen, wo sind die Gefahren? Bis hin zu der, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Debatte, welche Berufe werden ersetzt durch die Digitalisierung. Bis jetzt war es ja immer so, dass technischer Fortschritt, Maschinen, Roboter, Fließband vor allem eher die einfacheren Tätigkeiten ersetzt hat. Aber ich sagen die ersten schon, dass man vielleicht sogar Ärzte, wenn nicht ersetzen, aber dann doch deutlich in ihrer Arbeit anders, die Arbeit anders gestalten müssen, weil so ein Gerät, so ein Computer, Studien, beispielsweise mit Krebspatienten, gibt es ja zigtausende Studien, die kann kein Arzt der Welt gelesen haben. Aber der Computer, den gibt es mittlerweile, der gleicht die Daten des Patienten mit diesen Studien ab und sagt, mit einer höheren Treffgenauigkeit als der Arzt mit seinem Erfahrungswissen, was die richtige Therapie angesichts dieser Werte ist. Und das gibt es durchaus in anderen Berufen mittlerweile auch entsprechende Entwicklungen. Und da ist schon die spannende Frage, da streiten sich ja die Gelehrten und ich habe keine Antwort. Führt der technische Fortschritt wie immer dazu, bis jetzt jedenfalls, dass dann an anderer Stelle zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, beziehungsweise die bisherigen sich verändern? Natürlich wird es nicht wie noch ein Arzt brauchen, der mit dem Patienten dann entscheidet, was tun wir auf Basis der Ergebnisse. Oder führt dieser Fortschritt dazu, dass wir tatsächlich eine ganze Reihe von Jobs ersatzlos nicht mehr haben? Das sind die alten Debatten, die gab es schon, als die Maschinen kamen und als die Roboter kamen. Und die gibt es jetzt nochmal, wenn diese Geräte kommen. Und auch das gehört für mich zum Thema Arbeit 4.0 dazu. Und deswegen finde ich, die Frage, wie ist es mit Überforderung, wie ist es auch mit Sorge im Beruf, was ist der eigene Job in der Zukunft? Frage, die ich für die CDA ganz, ganz spannend finde und für die CDU, für uns sowieso. Wir beschäftigen uns als Bundes-CDU ja auch in verschiedenen Kommissionen. So dass ich Ihnen summarum einfach nur sagen wollte, das Thema Gesund im Beruf, betriebliche Gesundheitsförderung, einen etwas umfassenderen Ansatz, der über Arbeitsschutz hinausgeht, ist das, was wir gerade mit dem Präventionsgesetz und einer Reihe von anderen Maßnahmen in den Schulen, in den Kindergärten, Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und anderes mehr versuchen wollen. Prävention ist ständiges Erinnern, wo Sie immer aufpassen müssen, wann kommen Sie von Erinnern ins Überwachen. Haben wir auch die Geräte hier, Schritte zählen. Wo Ihnen dann das Gerät gesagt hat, heute sind meine 10.000 Schritte aber noch nicht gegangen, Jens. Aufstehen, losmarschieren. Das ist ja noch erinnert. Wenn es dann aber irgendwann so weit ist, dass die Krankenkasse sagt, wenn du 10.000 Schritte nicht gehst, versichern wir dich nicht mehr. Dann ist aus dem Erinnern, oder bezahlt sich noch weiter, auf einmal überwachen geworden, das ist der Grad ja auch schmal. Aber jedenfalls diese Themen Prävention, Bewegung, Ernährung auch in die Betriebe zu bringen. In den Großen ist es vielfach schon sehr präsent, aber vor allem auch in den kleineren und mittleren Betrieben. Und gleichzeitig unter der Überschrift Industrie, nicht unter der Überschrift, neben der Überschrift Industrie 4.0, auch das Thema Arbeit 4.0. Und was verändert das eigentlich in den Arbeitsabläufen für die Arbeitnehmer, auch in der Frage, wann werde ich eigentlich wie gefordert und wie viel komplexer wird eigentlich in jedem Beruf das, was ich tun muss, sind, finde ich, spannende Themen, die wir zum Teil sehr konkret, aber auch im Grundsätzlichen in Berlin diskutieren. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Einladung hinzugeben. Bin froh, dass Sie auch so ein Thema mit ausgewählt haben für eine Veranstaltung rund um den 1. Mai, weil ich glaube, die Fragen werden sich nicht mehr nur drehen um die Frage, wie viel Lohn und wie viel Urlaub gibt es in der Frage Arbeitnehmer im Verhältnis zum Arbeitgeber, sondern wir erleben ja schon seit vielen Jahren, dass immer mehr andere Themen mit dazutreten für die Frage, wie attraktiv ist der Beruf und der Arbeitsplatz und der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz auf jeden Fall mit dazu. Ich danke Ihnen und freue mich, wenn Sie mögen. Vielen Dank. Das waren ja viele Anregungen, Präventionsgesetz, Arbeitsplatz, Industrie 4.0, digitale Revolution. Im
ist für mich gar nicht so sehr die Frage, wie viele Arbeitsplätze verlieren. Aber wir verlieren Tausende, Millionen Arbeitsplätze, aber werden natürlich auch die ein oder andere Leute schaffen. Und die Frage ist, gleiche ich das am Ende des Tages aus? Die Frage ist auch, verlieren wir als Deutschland mit einer starken Industriegesellschaft den Anschluss oder sind wir bestens gewappnet, um diese Umstellung hinzukriegen? Denn man darf ja nicht vergessen, das Internet ist in Deutschland geboren, Faxen sind in Deutschland geboren. All diese Dinge sind ja hier, der Computer ist ja nicht, kommt ja nicht aus Amerika, sondern aus Deutschland, weiß ja heute kein Mensch mehr. Aber nichtsdestotrotz, von daher müssten wir eigentlich prädestiniert sein, um diese digitale Revolution auch bestehen zu können, aber bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich so alt bin, wie ich bin, denn diese Überwachung, die fürchte ich, wie der Deutsche da weitermacht. Also so viel dazu, diese Überwachung oder die Angst vor der Überwachung führt natürlich in der Tat auch zu einer verstärkten psychischen Belastung in den Betrieben. Die Selbstausbeutung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb nimmt immer mehr zu. Kein Mensch kennt mehr Mindesturzeit, kein Mensch beachtet mehr, dass er bestimmte Arbeitszeiten hat. Er arbeitet einfach länger. Interessant ist ja dann jetzt mit dem Aufschreiben der Arbeitszeiten nach dem Mindestlohngesetz endlich mal in der Gastronomie auffällt, dass die Leute viel länger arbeiten, als sie eigentlich bezahlt kriegen. Also die kriegen nicht nur den Mindestlohn jetzt, sondern die kriegen jetzt auch endlich die Zeit bezahlt, die sie da sind. Das ist ja mal interessant. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist heute, was kann die Politik tun, im Bereich der Gesundheit im Betrieb und da waren ja viele Ausführungen. Mir fällt natürlich bei Gesundheitspolitik auch immer ein, wann werden wir endlich diese kassenärztliche Vereinigung los? Aber ja, da sind Arbeitsplätze, die auch sicherlich woanders hinkommen. Ich kenne ja einen hoch angesiedelten bei der kassenärztlichen Vereinigung aus dem privaten Bereich. Also ich frage mich trotzdem immer wieder, wann kommen die weg, weil die bedroht uns bei den Notfallaufnahmestellen in Nordrhein-Westfalen, die bedroht bei den Notärzten in Nordrhein-Westfalen, die schaffen bis heute nicht ausreichend medizinische Versorgung überall zu garantieren, obwohl sie dafür eigentlich zuständig sind. Also ich frage mich schon manchmal, da kann man viel Geld sparen, warum hier mit dem. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen wieder zurück. Muss ja kommen, wenn also, ich das habe. Dann muss ich das okay bringen. Also auf jeden Fall kommen wir zurück zur Gesundheit in der Arbeit. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Fragen. Ja, bitteschön. Hat die Politik vor, etwas zu unternehmen? Die psychische Belastung für Leiharbeiter ist ja extrem hoch, weil die natürlich überhaupt keine Sicherheit haben für ihren Arbeitsplatz und das belastet natürlich ungemein. Und da ist wahrscheinlich die Politik gefordert, da irgendwas zu unternehmen, denn wenn die Leiharbeit extrem ausgeweitet wird, heißt das ja, die Unsicherheit des Arbeiters nimmt immer mehr zu. Er kann keine Familie gründen, weil er natürlich nicht weiß, wie sich bin ich nächsten Monat noch beschäftigt. Oder wie sieht es denn aus? Und da ist natürlich meine Frage, haben Sie etwas vor, in der Richtung zu unternehmen? Ja, also ich fand das schon interessant, diese Ansicht auch richtig argumentiert. Beispiel, bei den Großfirmen, hier in Leverkusen, wird eigentlich alles symbolisch. Auch in den kleineren Großfirmen, wo dann Konzerne ihre Zweigstellen haben, aber bei den kleinen Firmen sieht das katastrophal aus, immer noch. Und das Ausbildungsniveau ist auch da noch nachhilfebedürftig. Da müsste auch noch was geschehen. Und da kommt der Arbeitsschutz eigentlich zu kurz. Eins ist mir jetzt die Tage aufgefallen: beim Aldi sitzt eine Telekassiererin mit so einem Ding im Ohr und hat hinten noch so einen Apparat dran.
die müssen sich untereinander, dürfen die gar nicht aussehen, weil sie sich untereinander im Laden unterhalten können müssen. Das ist eigentlich so erbärmlich, dass auch Betriebsräte sowas zulassen. Die Frauen haben ja überhaupt keine Chance, mal Artikel abzulehnen, um meine Ohren zu pulen, so ungefähr. Diese Art und Weise, wie man mit Menschen dabei umgeht, hat den Arbeitsschutz. Was sollen die Dinger machen? Ja, ich vermute, dass sie untereinander alle nutzen. Wenn der eine hinten in der Ecke steht, dann muss der sagen können, wer Filialleiter ist, was an der Kasse zu tun ist. So es sind so viele Sachen. Bei mir im Betrieb, wo ich beschäftigt war, laufen mittlerweile jeder Schichtarbeiter mit drei so Apparaten. Da hast du eine Piepser hierfür, dann hast du eine verdienste Messwachte und zu deinen Vorgesetzten, die kommen ja nicht zur Ruhe. Die laufen wie die Hasen. Und dann auf einmal sind sie krank. Dann haben sie Burnout und dann sind sie alle am Schimpfen, wieso ist der schon wieder krank? Und dann, was mir auch aufgefallen ist, ich sehe das bei meinem Sohn, der ist auf Schicht, bei Lenzes, die haben so viele Leiharbeiter mittlerweile da drin, die Unsicherheit, da müssen die Leute, die aus dem Betrieb rauskommen, die patrischisch gelernt haben auf der Sache, die werden doppelt belastet, weil sie gleichzeitig die Leiharbeitnehmer alle mit betreuen müssen. Und wenn da irgendwas schief geht, dann sind sie noch die Dummen und kriegen einen auf. Das ist Jagen, Arbeitsjagen ist das. Das ist eine Katastrophe für mich. Und dann, was am Anfang gesagt hat, gerne weiterarbeiten. Wenn Sie in die große Industrie gucken, die schicken ja die Leute immer noch. Mindestens bis 63, dann wird schon Feierabend. Und wenn Sie dann angucken, die Leute, die da gerne weiterarbeiten möchten, die dürfen nicht. Und in Kleinfirmen, da müssen sie mehr arbeiten, weil sie nicht die Facharbeiter haben. Ein Beispiel kann ich sagen, aus dem Osten hatten wir 5, 6 Leute, die kamen jeden Montag mit dem Kleinlaster angefahren und haben hier bei uns in Köln gearbeitet. Und sie hatten dann bis Freitag in einem Wohnwagen im Haus 10,50 der Stunde, und da sagte ich, sind wir noch glücklich. Der eine war 65, sagte, ich darf nicht aufhören, weil ich zu wenig Rente habe. Wie sollen diese Leute, die 10,50 Stunden wohnen, wie sollen die für ihre Rente vorsorgen? Die kriegen ja auch keine Pensionskasse. Der Bayer und der Gackerschen, die haben, da hast du eine wunderbare Pensionskasse, und das ist ihnen 6er Lücken. Und dann kriegst du nachher anschließend, ich sagte, da hättest du mal besser mehr gearbeitet. Das sind die Verlierer in diesem System. Und das kann es eigentlich nicht sein. Dankeschön. Dann gehen wir noch den Kollegen da hinten. Ja, mein Name ist Fischer, Olaf Fischer. Ich komme aus dem Kreis von Solingen. Gesund im Beruf, sagt man, was kann die Politik tun? Er ist ein gutes Titel. Die Befristung der Arbeitsverträge, sei es nur seit dem öffentlichen Dienst oder sei es in der privaten Wirtschaft, hat ja auch was damit zu tun, ob ich mich gesund fühle, sage ich mal, kriege ich meinen Arbeitsvertrag nochmal verlängern zum x-ten Mal. Dann, sage ich mal, hat das ja auch was damit zu tun, mit Gesundheit zu tun, der Druck, der psychische Druck. Werde ich jetzt krank, sage ich mal, melde ich mich krank, wird mein Vertrag verlängert oder wird er nicht verlängert? Bringe ich die, sage ich mal, Erfordernisse für meinen Arbeitgeber, sprich Zeitarbeit, Werkvertrag, das hat ja auch alles damit mit zu tun, sag ich mal, ob ich gesund bin und noch weiter im Arbeitsmarkt zur Verfügung stelle. Weil daraus resultieren ja, ich arbeite, sag ich mal, bei der Familie in Wuppertal und wenn ich das dann sehe, sag ich mal, weiß, wenn ich mit den Kollegen in den Antragsabteilungen spreche, was der häufigste Grund ist für die sag ich mal, Arbeitserkrankung, psychische Erkrankung, Arbeitsdruck, Verdichtung der Arbeit etc. pp. Und daher hätte ich mal ganz gerne mal gewusst, sag ich mal, ob es ja mittlerweile mal ein bisschen weiter gekommen ist, sag ich mal, um halt, sag ich mal, dieses Dauerbefristung, sag ich mal, sei es im öffentlichen Dienst, bekomme ich, weil ich weiter beschäftigt als Lehrer, werde ich weiter als Honorarkraft bei der Volkshochschule beschäftigt. Weil diese Menschen sind ja schon ja ganz kräftig unter Dauer, sag ich mal, Beschuss. Druck, wie komme ich jetzt an meinen nächsten,
Dozentenvertrag etc. Danke. So, danke schön. Das war jetzt eine ganze Reihe von Themen. Ich versuche es jetzt mal, wenn ich Politiker-Trick 17 gemacht haben sollte und vor lauter Fragen dann irgendeine weggelassen haben sollte, sagen wir Bescheid. Das wäre mal die unangenehme. Lieber Cousin, schon ein bisschen durch die Themen. Nur kurz zu persönlichen Vereinigung. Also, da fällt mir nur Churchill dazu ein, abgewandelt. Sie ist nicht perfekt, aber uns ist noch nichts Besseres eingefallen. Das ist ja das Problem. Wenn Sie die kassenärztliche Vereinigung nicht mehr haben, fehlt Ihnen auch schon ein Instrument, ein Ansprechpartner, der ein Stück weit mehr zuständig ist für die flächendeckende, auch wenn die das nicht überall perfekt machen. Aber wir müssen ja etwas anderes haben, das auch Abrechnung, Anschluss und Planung organisiert. Was die Notverdienste im Übrigen angeht, die kommen ja gleich auch vom Klinikum her, müssen wir generell mal drüber reden, wo wir das besser miteinander verzahnen. Wir haben die Notfallambulanz in der Klinik, wo immer mehr Leute aufschlagen, so nach dem Motto: Herr Doktor, ich habe seit 2 Wochen Schulter und heute am Samstagnachmittag habe ich mal Zeit, deswegen komme ich zur Notfallambulanz. Dafür ist sie nicht da. Dann haben wir den ärztlichen Notdienst, dann haben wir noch 112 Notarzt-Rettungswagen und alles mehr. Und das ist nicht, bis hin übrigens zum Apothekennotdienst, das ist alles nicht vernünftig miteinander verzahnt in der Abstufung. Hat übrigens auch manchmal mit Patientenansprüchen zu tun. Ne? Wo ich ja auch immer wieder die Geschichte bekomme, der ärztliche Notdienst, wo es Hausbesuche ja dann auch gibt und die brauchen leider im Moment in der Umstellung immer noch ein bisschen lang. Und dann kommt ab die Tage einer erzählt er davor. Er sagt, da komme ich da nach 3-4 Stunden Fahrzeit an, dann sagt er zu mir, hat sich erledigt, wir haben vergessen abzusagen. Also auch solche Themen gibt es natürlich täglich. Ich glaube übrigens gar nicht, bis zu 20% der Arzttermine werden nicht wahrgenommen. So, da hält der Arzt die Zeit frei, die 20 Minuten oder 30 Minuten für den Patienten, und dann wundern wir uns über Wartezeit. Ne? Aber das ist eine andere Presse. Ich wollte nur sagen, es gibt noch ein paar andere Baustellen. Die KV ist nicht perfekt, aber die macht, glaube ich, auch schon keine ganz falsche Arbeit. Zur Arbeitszeitgastronomie fühle ich mich ganz kurz herausgefordert, weil ich selber lange gekümmert habe. Ich habe auch viele über, die 10 Stunden habe ich immer überschritten, ich habe immer Hochzeiten gemacht. Die legen bis morgens um 6. In Münsterland jedenfalls, hätte die Leverkusen nicht anders. Ich habe jede Stunde bezahlt bekommen, das war nicht das Problem. Ich habe mich auch nicht schlecht dabei gefühlt. Ich wusste, am Sonntag muss ich auch schlafen. Aber es waren halt länger als 10 Stunden, ich hätte eigentlich so lange nicht arbeiten. Ich habe Kumpels, die nehmen sich für Schützenfest frei, den Tag nach Schützenfest genauso, arbeiten 3 Tage durch, verdienen 600 Euro, die sie gut gebrauchen können, und schlafen dann 1 oder 2 Tage aus. Die kriegen ihre Stunden bezahlt, die hätten nur nicht so viele Stunden am Stück arbeiten. Also ich will nur sagen, das habe ich gleich noch bei mehreren Antworten. Es gibt selten Schwarz und Weiß, es gibt eben auch an vielen Stellen Grau dazwischen. Und was wir beim Mindestlohn jetzt halt gerade nur erleben, das haben Sie richtig gesagt, das Problem ist nicht der Mindestlohn, das Problem ist, dass das Arbeitszeitgesetz auf einmal nach allen merken, dass es nicht eingehalten wird an ganz vielen Stellen. Und da muss man einfach mal schauen, wo macht das Sinn, wo macht das vielleicht keinen Sinn. Da bin ich bei dem Thema, das mehrere angedeutet haben zumindest. Wie verändert sich eigentlich auch in dieser digitalen Welt überhaupt Arbeit? Weil wir auch immer mehr haben, ich will das gar nicht scheinselbstständig nennen, sondern kleine Selbstständige, die aber natürlich durch das System der sozialen Sicherung, das in der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, in der Arbeitslosenversicherung darauf angelegt ist, dass ich abhängig beschäftigt bin. Und das meistens über einen langen Zeitraum. Darauf sind sie ja nicht angelegt. Von der Logik her. Fallen natürlich diese Leute, die mal 12 Monate wo beschäftigt sind, dann 8 Monate selbstständig, zum Teil übers Internet ihre Dienstleistung als Grafiker oder sonst was anbieten, dann wieder befristet beschäftigen, die übrigens sich nicht alle schlecht fühlen dabei. Es gibt auch durchaus welche, ich kenne so ein paar zumindest in Berlin, es mag mit 20 und 30 sein anders als mit 50, Familie, da haben sie auch recht, aber die erstmal in der Lebensphase sagen, das passt zu mir. Wo ich denen aber einmal sage, du wirst dich trotzdem wundern, was die Sozialversicherung anders geht, hat dann natürlich Konsequenzen so hin und her. Wo wir nochmal überlegen müssen, passt eigentlich die Rentenversicherung à la Bismarck in ihrer Logik, wer ist wann wie versichert, dazu? Thema Zwangsmitgliedschaft von kleinen Selbstständigen, ja oder nein? Kann man lange überstreiten. Tun wir ja auch schon seit einiger Zeit in Berlin, wo ich noch nicht die richtige Lösung habe. Ich wollte nur sagen, auch das verändert sich ja immer mehr, wo man schauen muss, wie muss man darauf antworten. Thema Leiharbeit, Zeitarbeit. Auch da, tut mir leid, gibt es mehr Grau als Schwarz und Weiß. Natürlich gibt es die, für die ist die Zeitarbeit die Chance gewesen, überhaupt wieder zu erwerben. Parallel gibt es natürlich auch die Unternehmen, die missbrauchen. Eigentlich ist Zeitarbeit dazu da, bestimmte Spitzen abzudecken, bis zu einem bestimmten Umfang, insbesondere die Großen,
machen es zum Teil aber mit vielen hundert, zum Teil vielen tausend in der VW über eine lange Zeit denken, dann über eine längere Zeit. So, wir werden ja jetzt regeln, Sie haben das schon geregelt, wir regeln es jetzt noch, wir sind mit der Planung, die Regelung, dass ich, wir regeln es noch, dass ich, ich glaube, ab dem neunten Monat ist es den gleichen Lohn bekommen. Der Lohn ist übrigens auch gar nicht das Problem. Derjenige, der Arbeitnehmer entleiht, Zeitarbeiter zu sich ins Unternehmen und der macht das meistens nicht des Lohnes wegen, sondern der Flexibilität wegen. Ich habe bei mir in Rheine ein Unternehmen, da verdienen die Zeitarbeiter mehr als die Standardmenschen. Es ist selten, aber gibt es. Gibt es auch. Weil eben am Ende, und da bin ich bei einem zweiten Unterscheidung, es zwei Märkte gibt, auch bei der Zeitarbeit. Qualifizierte Fachkräfte überall. Und ich sage mal, die unqualifizierten, aber die Tätigkeiten, andersrum, die Tätigkeiten, für die ich keine Vorbildung größeren Umfangs brauche, keine Qualifikationen brauche, und da ist es natürlich der Markt völlig anders. Da können Sie relativ schnell jemanden ersetzen. Wären Sie in dem Bereich Ingenieur, Facharbeit, Schweißer, wenn ihr in Münsterland wirklich morgen am Tag 50 Schweißer brauchen, 30.000 sind, 30 Schweißer unterbringen. Die suchen alle händeringend. Und ich habe Zeitarbeitsunternehmen, die haben Schweißer und die Schweißer wollen sogar, ich habe gesagt, lieber ohne Chef mit euch reden, warum macht ihr das? Die sagen, ich habe da Spaß. Und ich habe hier auch genauso Arbeitsplatzsicherheit, weil ich weiß, den Schweißer brauchen sie. Das ist aber was anderes als in dem Bereich, wo es um Tätigkeiten geht, die unqualifizierte, aber keine Qualifikation, ich muss das immer richtig formulieren. Man immer keine vorherigen formalen Qualifikationen so viel drauf, weil sie einfach Packtätigkeiten oder was anderes sind. Und da haben wir zum Teil diese prekären Situationen, wie Sie sie beschrieben haben, wo wir ja jetzt auch, wie gesagt, mit der Frage zum Beispiel gleich bezahlende Stammbelegschaft in anderen Themen und Höchstdauer auch gegensteuern wollen. Das ist jetzt noch im Laufe des Jahres geklagt. Das Thema befristet und unbefristet, habe ich ja gerade schon gesagt, ist vor allem ein Thema, Sie haben recht, für jeden, den es betrifft, macht das keinen Unterschied, ob es jetzt sozial, karitativ oder Wirtschaft ist. Mir ist aber schon eins wichtig, da müssen wir uns als Politiker die eigene Nase fassen. Wer immer auf der ersten Mai-Kundgebung über befristete Jobs schimpft, muss sich vor allem an die eigene Nase fassen. Weil das die öffentlich-rechtlichen Universitäten beispielsweise sind, oder die Caritas macht das ja auch nicht nur, um die Leute zu ärgern, sondern weil wir auch Sozialleistungsregelungen haben, die viel mit Projekten arbeiten. Ausschreibungen für 3 Jahre stellt keiner ein für 10 Jahre oder für unbefristet. So, daraus kommt viel davon. Ich weiß auch, was sich daraus ergibt. Meine Schwester hat bei der Caritas in Rheine 5-mal hintereinander befristeten Job gekriegt. Immer Schwangerschaftsvertretung. Und natürlich sagt sie mir, hey Jens, wie soll ich denn überhaupt hier von mir? Du sagst es, weil du willst ja nicht Onkel werden. Das geht so nicht. Und war natürlich immer in den Wochen vorher, wo die Frage war, geht es weiter oder nicht, wie sie es beschrieben haben. Genau so. Und die Situation gibt es, aber die Situation ist eine, wie gesagt, das ist nicht hauptsächlich auf Wirtschaft schimpfen, sondern schauen dann, wie müssen wir möglicherweise bei Ausschreibungen und der Frage, wie machen wir in Sozialbereichen die Finanzierung über Projekte oder dauerhaft oder wie auch immer, dann da zu Veränderungen kommen. Das ist eher eine Aufgabe, wo wir die haben, aber jetzt mal für Politik generell dann setzen. Was die Frage angeht, länger arbeiten, Großindustrie geht man immer noch relativ früher in Rente. Ich sage Ihnen mal, auch wenn ich mich hier unbedingt mache in Leverkusen und bei der CDA, die Rente mit 63 ist eine Rente für männliche Facharbeiter bei Großkonzernen. Das ist mit 80% sind Männer, die sie in Anspruch nehmen, weil die 45 Jahre entsprechend fordern und die haben als Facharbeiter bei Großkonzernen entsprechend hohe Rente, dass das sowieso alles prima so geht, die machen das. Ob das gerecht ist, darüber kann man lange streiten. Die CDA war ja Karl Josef oft darüber geredet, da war er auch kein Fan von unbedingt per se. Nee, er wir. Bitte? Er wir. Ja, glaube ich. Deswegen war es ja manchmal nicht mehr unbedingt. Übrigens hätte ich nichts dagegen gehabt, die Erwerbsminderungsrente zu erhöhen. Also bei denen, wo man sagt, die sind kaputt, der halbe Stammtisch ist auf dem Bauch. Die Fliesenleger, der Zimmermann. Ich weiß, dass die nicht bis 67 Jahre gehen. Aber die sind auch nicht bis 63. Die brauchen eine Erwerbsminderungsrente vielleicht mit Ende 50. Da hätten wir lieber da mit. Aber die Debatte ist leider durch, das ist entschieden. Aber die Frage, gerade in den kleineren Unternehmen, überhaupt betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, wie können wir denen helfen? Die bleibt ja. Und die haben ja ganz Lebensmarkt, die haben ja nicht nur Böswilligkeit. Ein 15-Mann-Betrieb hätte keine Personalabteilung.
sondern macht das im Zweifel die Ehefrau vom Inhaber. Das ist ja auch so eine Lebenswahrheit. So, und die sitzt dann natürlich nicht und macht noch betriebliche Gesundheitsfunktionen, ehrlicherweise, weil sie den Kopf gar nicht dafür hat. So, und die, für diese Unternehmen in dieser Größe sozusagen Module zu erarbeiten, die die einfach abrufen können bei ihrer Handwerkskammer oder ihrer IHK, wo halt mit dem Betriebsrat in Kooperation das geregelt wird, wo man gar nicht groß was planen muss, darum geht es ja. Und das ist auch leichter gesagt hier bei Ihnen im Saal als praktisch gemacht, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen zu versuchen, sowas zu entwickeln und sowas möglich zu machen. Und darum geht es im Grunde mit dem, was wir da tun. So, jetzt habe ich, glaube ich, die allermeisten Themen angesprochen. Übrigens, ein Thema finde ich für die Frage Stress im Beruf. Ne? Eines der stressigsten Situationen ist ja der blöde Weg zur Arbeit. Oder wie ich gerade hier im Stau stehen hier gerade. Wenn du weißt, die warten da auf dich um 16.30 Uhr und du sitzt um 16.55 Uhr immer noch im Stau, dann wirst du irgendwann gerade. So, dafür ist aber das Thema Digitalisierung übrigens auch ganz spannend. Weil die Lenkung von Verkehrsströmen, wenn wir mal die Daten nutzen würden, die wir da haben, deutlich besser wird. Und überlegen Sie sich mal, also ich kenne ganz viele in Münsterland, die pendeln jeden Morgen ins Ruhrgebiet. Oder nach Düsseldorf. Stunde, eineinhalb Stunden. Sie hätten jetzt ein selbstfahrendes Auto. Und die wird es gehen. Ich weiß nicht, ob in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, aber sie wird es gehen. Wie viel mehr Zeit gewinnen Sie dann haben? Weil Sie auf der Fahrt Zeitung lesen, schlafen, sonst was tun, arbeiten möglicherweise, und das fällt schon unter Arbeitszeit, ich weiß es nicht. Aber allein, wenn man sich das mal zu Ende denkt, wenn selbstfahrende Autos kommen, die werden kommen, plus, minus 5 Jahre irgendwas, was das auch wieder an Lebenszeit verändert, wenn ich überlege, wie viele Stunden in der Woche ich im Auto sitze, wenn ich durch die Republik gucke. Heute werde ich mal ein bisschen unterstützt, weil ich sehr viel unterwegs bin als Sprecher, aber wenn ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin, kennen Sie doch alle auf jeden Tag. Also da verändert sich ja auch ganz viel an Leben und auch Berufsleben und Weg zur Arbeit, nochmal mit dem Thema selbstfahrendes Auto, was auch noch ganz spannend werden wird, zu diskutieren. So, habe ich alles in allen die Themen ein bisschen erwischt? Einmal. Sie haben viel über Prävention gesprochen. Wenn man heute die Jugendlichen sieht, die alle so viel Verhalten haben, ja. Da ist ja vorauszusehen, dass das Gelenk das nicht immer mitmacht. Bei den wenigen Arbeitskräften, die irgendwas mal geben, sind die schon vorgeschädigt, bevor die überhaupt anfangen zu arbeiten. Und da meine ich, da müssen Prävention einsetzen. Da haben wir übrigens, das weiß ich aus eigener Lebenspraxis, da habe ich sehr recht. Ich habe Nackenprobleme, seitdem ich eigentlich. Ist so. Wenn Sie den ganzen Tag so sitzen, ja, genau. Sie müssen es öfter mal so halten oder so. Es klingt banal und blöd, aber es ist tatsächlich so. Und natürlich fängt das, wenn Sie, die haben ja heute schon den Zweijährigen, wenn Sie denen ein Gerät in die Hand geben, fangen die an so zu machen. Weil das überall schon so mit drinsteckt. Da haben Sie recht. Das ist auch ein Thema, so wie das Sitzen und die Bildschirmeinstellungen und alles mehr an den Computerarbeitsplätzen, die irgendwann ja auch vom Arbeitsschutz klar geregelt gewesen ist, wie es dann beleuchtet und alles mehr, stellt sich irgendwann die Frage, wie gehen wir auch in dem Bereich damit um. Übrigens, wenn ich mal ein aktuelles Thema, die berühmte Arbeitsstättenverordnung, die so viel Aufschrei geführt hat, weil da auch ein bisschen gar Dinge drin sind. Ein Thema war, und das ist schwierig, gerade für Christdemokraten, die sagen, ein bisschen Eigenverantwortung im Leben gibt es auch noch. Ein Thema war, was ist mit den ganzen Homeoffices, also da, wo zu Hause am Computer gearbeitet wird. Reden wir jetzt auch noch gar nicht bis ins Detail, sozusagen wie der sein Handy halten muss, oder sein iPad, oder sein Computer, sein Laptop. Oder sagen wir, das ist jetzt mal privat zu Hause und dann müssen wir jetzt nicht auch noch eine Arbeitsstättenverordnung um die Ecke kommen. Wenn aber natürlich immer mehr Leute so arbeiten, stellt sich irgendwann die Frage, braucht es nicht doch? Zumindest mal ein paar Hinweise, wie man das so macht, dass man den ständig. Gerade bei Kindern, das ist alles ja. Ein Kind, das muss ja. Sie haben recht, also, man lacht im ersten Moment, aber Sie haben recht. Ich habe ein zweites Thema. Wir haben immer mehr Kinder, die können nicht rückwärts laufen. Weil wenn sie nicht draußen spielen und nicht rumtoben, dann lernt ihr Hirn, dass sie nicht auch. Die denken, die müssen bei jedem Schritt denken. Weil sie können nur tun, ohne denken, was sie vorher spielen oder sonst jemand gelernt haben. So, wenn Sie natürlich den ganzen Tag nur vor dem Fernseher gesessen haben oder vor dem blöden Gerät, aber nicht mehr in den Wald durften oder konnten,
dann ist das mit der Koordinierung schon schwierig beim 2-, 3-, 5-, 6-Jährigen. Also da fällt es manchmal vom Glauben ab, was es da für Geschichten mittlerweile gibt, die wir da haben. Die wissen schon genau, wie man das Handy einstellt, aber können nicht rückwärts laufen. Und da ist eben die Frage, wie es schafft man da aus der Umgebung, auch in den Kindergärten und vor allem in den Familien. Ich finde, wir müssen nicht immer bei den Kindergärten anfangen. In den Familien, dass auch derzeit noch eine Rolle spielt. Übrigens, also das hätte ich mein letzter Punkt, wenn ich mir überlege, wir hätten damals, als wir im Wald, ich komme ja vom Dorf, und auf der Wiese und beim Bauern gespielt haben, gibt es ja auch nicht so Geräte. Ne? Schnuller gibt es schon, da ist ein GPS-Sender drin, damit man immer weiß, wo die Kinder sind. Also ich war ganz froh, wenn ich mal 3 Stunden weg konnte, ohne dass meine Mutter wusste, wo ich bin. Also das ist alles vorbei. Insofern, früher war nicht alles besser, aber auch nicht unspannend. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen schönen Wald. Nochmal vielen Dank für die Ausführungen, vielen Dank, dass Sie den Weg nach hier gefunden haben. Im Übrigen freue ich mich auch, dass Sie festgestellt haben, dass hier der Verkehr zusammenbricht, damit Sie in Berlin darüber nachdenken, wie wir dann trotz der Beteiligung der Öffentlichkeit noch ein paar bessere Verfahren durchdrehen und wie wir denn wirklich die verkehrliche Situation hier im Großraum Köln hinkriegen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Danke Ihnen. Alles Gute. Ja, du warst Krankenhaus, du hast das Haus gesehen. Für den Vater, vielen herzlichen Dank. Danke. Alles Gute, schönen ersten Tag.